Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich zeige dir in dem Video eine ganz, ganz simple und einfache Naturnagelverstärkung, die eben jeder nachmachen kann und die sich super eignet, wenn man was Natürliches und Dünnes haben möchte, ohne eben viel Aufwand oder eben Kenntnisse. Im Video geht es heute also nicht um Aufbau etc., sondern wirklich um eine andere Art von Verstärkung, nämlich um die klassische UV-Maniküre. Wenn dich das also interessiert, bleib einmal dran, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben oder Feedback in die Kommentarfunktion, wenn es dir eben gefallen hat. Und falls du noch nicht hast, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal einmal kostenfrei abonnierst und die Glocke aktivierst, um eben kein Video mehr zu verpassen. Fragen wie immer ab unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir starten jetzt. Kurz vorab, das hier ist kein Dreck, sondern ich habe ein stark ausgeprägtes Hypognychium, also plump gesagt Nagelbett, welches über das freie Nagelende hinauswächst und dadurch sieht das immer so schattig aus. Nur für die Meckertanten unter euch, die immer auf der Suche bei mir nach Fehlern sind, dass ich das mal kurz angemerkt habe. Ich habe jetzt nichts mehr an Material auf meinen Nägeln, also was du jetzt siehst, sind meine blanken Naturnägel. Ich finde, ich habe nicht die allerschönsten Nägel, da ich eben die Neigung zum Krallennagel habe, sobald sie eben länger werden und ich habe eben schon eine Naturwölbung in der Oberfläche von der Seite betrachtet. Das finde ich immer nicht ganz so schön, das ist aber auch persönliche Geschmackssache und daher habe ich eben ganz gerne, vor allem wenn ich sie so kurz trage wie jetzt, dass sie eben schön dünn sind. Erster Schritt ist, dass ich mir die Nagelhaut mit einem Proputscher zurückschiebe. Die Naturnagelvorbereitung ist grundsätzlich das A und O, damit dein Material eben gut halten kann. Und da ist auch wirklich egal, welches Material, es muss die Nagelhaut und die Naturnagelvorbereitung wirklich richtig gemacht werden. Denn wenn die nicht richtig gemacht ist, wird dein Material auf jeden Fall liften und du hast nicht lange Spaß an deiner Maniküre oder eben Modellage. Ich schiebe mir die Nagelhaut grundsätzlich vorsichtig zurück, auch wenn es nicht so aussieht, aber du solltest bei dem Vorgang keinen Schmerz oder einen unangenehmen Druck verspüren. Von Mensch zu Mensch ist es unterschiedlich, wie weit man hier schieben kann. Bei dem einen geht mehr, bei dem anderen weniger. Daher schieb immer nur insoweit, bis du einen leichten Widerstand verspürst. Ich schiebe mir hier zum einen die Nagelhaut einmal zurück und ich löse mir damit aber auch die unsichtbare Nagelhaut, damit sie sichtbar wird und ich eben leichter erkennen kann, was ich nachher im folgenden Schritt alles zu entfernen habe. Jetzt entferne ich die unsichtbare sowie sichtbare Nagelhaut eben mit meinem Nagelhautbit. Falls du keinen Fräser zu Hause hast, habe ich dir hier oben mal ein Video verlinkt, wo ich dir die Naturnagelvorbereitung ohne Fräser zeige, was aber meiner Meinung nach nicht so gründlich und eben viel umständlicher ist. Ich mache das an mir selbst immer ganz gern so, dass ich den Fräser erstmal in die eine Drehrichtung stelle und erstmal meine linke Nagelseite bearbeite. Da fange ich immer ungefähr in der Mitte des oberen Nagelrandes an und arbeite mich eben die linke Seite runter. Ganz wichtig hierbei ist, dass du wirklich nur die Haut entfernst und eben nicht den Nagel befeilst und ihn somit ausdünnst. Dieser Schritt dient also nur dazu, um eben die sichtbare sowie unsichtbare Nagelhaut, welche sich am Nagelrand und auf der Nagelplatte befindet, zu entfernen. Wende hierbei keinen Druck an, sondern lass den Aufsatz die Arbeit für dich machen, denn ebenfalls wichtig ist, dass du hier keine drückenden und ziehenden Bewegungen machst, sondern eher kürzere und dafür schnellere und das eben ganz ohne Druck. Wenn du mit dem Fräser ungeübt bist, dann stell deinen Fräser auf 5.000 bis 7.000 Umdrehungen ein. Falls du schon geübt bist, dann stell ihn höher ein, aber auch wirklich nur, wenn du geübt bist. Ich selbst arbeite diesen Schritt mit einer Drehzahl von ca. 14.000 Umdrehungen. Hierbei darf ebenfalls nichts unangenehm sein oder eben wehtun. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn wenn du den Naturnagel befeilst, ist der kaputt und das muss dann erstmal rauswachsen, bevor der Naturnagel wieder intakt ist. Also da wirklich immer drauf achten. Dann stelle ich meinen Fräser in die andere Drehrichtung und wiederhole dasselbe einfach nur an der anderen Seite. Das ist bei mir selbst immer der Schritt, der am längsten dauert, vor allem jetzt, da ich schon ewig keine Maniküre mehr gemacht habe, weil ich eben länger keine Nägel drauf hatte, beziehungsweise kein Material und ich dadurch natürlich jetzt mehr Haut zu entfernen habe. Es ist aber eh grundsätzlich bei jedem Menschen anders. Es gibt Menschen, die kaum Nagelhaut haben und dann eben Menschen wie mich, die schon immer mehr Nagelhaut hatten. Daher musst du da individuell schauen, inwiefern du Haut hast. Der Schritt muss aber so lange gemacht werden, bis eben alles an Haut, welche du sehen kannst, weg ist, damit die Nagelplatte eben wirklich von der Haut befreit ist. Denn das muss sein, damit dein Material eben gut halten kann. Jetzt muss der Naturnagel angeraut werden, da Gel oder Acryl jeglicher Art immer einen trockenen und rauen Untergrund benötigt. Da ich heute mit einer UV-Nagellack-Base arbeiten werde, verwende ich zum Anrauen jetzt die grobe Seite eines Buffers, eben um die Nägel anzumattieren. Ganz wichtig ist aber, dass das nur gut funktioniert, wenn du eben ganz normale Naturnägel hast, die unkompliziert sind und wo du generell keine Haftungsschwierigkeiten hast. Wenn du feuchte oder trockene Nägel hast oder normales Gel verwenden möchtest,
ist, empfehle ich grundsätzlich immer eine Feile zu verwenden, um den Nagel anzumattieren, da es sonst zu Haftungsschwierigkeiten eben kommen kann, da die Anmattierung mit einem Buffer nicht so stark ist. Da ich aber, wie gesagt, ganz unkomplizierte Nägel habe, funktioniert das bei mir ganz gut und das mache ich dann auch ganz gerne, wenn ich dann eben ja einfach nur dann im Anschluss, so wie ich es gleich mache, nur die Base einmal auftrage. Mit dem Buffer gehe ich jetzt also einmal komplett über die gesamte Nagelplatte, damit ich eben den gesamten Nagel anmattiere. Egal, ob du eine Feile oder einen Buffer verwendest, es muss am Ende, wenn du mit diesem Schritt fertig bist, alles, was am Nagel vorher geglänzt hat, matt sein. Das ist super wichtig, vor allem eben auch in den Rändern und Seiten. Schrubb hier aber auch nicht wie blöd über den Nagel, das sieht bei mir nämlich jetzt gerade so aus, sondern du musst ihn wirklich nur mit Gefühl und ohne Druck anbuffern. Das mache ich tatsächlich auch. Es kommt leider nur nicht so rüber. Ich gehe wirklich ganz ohne Druck über den Nagel drüber und auch wirklich nur punktuell mit dem Buffer sieht man das jetzt nicht so gut, aber du musst aufpassen, dass du dir den Nagel eben nicht ausdünnst, denn das funktioniert tatsächlich auch mit einem Buffer, da dieser eben auch feilt. Dann entstaube ich die Nägel einmal gründlich, das ist super wichtig, damit du eben keinen Staub in deine Modellage einarbeitest. Und dann schneide ich mir meine überschüssige und tote Nagelhaut jetzt noch weg. Das ist ein umstrittener Schritt, weil viele sagen, dadurch wuchert die Nagelhaut nur mehr. Ich persönlich habe die Erfahrung aber gemacht, dass wenn man nur das abknipst, was auch wirklich tot ist, dort auch nicht mehr Nagelhaut nachwuchert, als man in der Regel hat. Es ist auch ein Schritt, den du nicht machen musst. Das ist eben auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Modellage. So ist das jetzt also nicht. Das heißt, wenn du es nicht abschneidest, heißt das nicht, dass du dann Liftings bekommst. Da ist eben nur wichtig, dass die Nagelplatte wirklich frei von Haut ist. Aber es ist eben einfach für mich eine optische Geschichte. Ich finde es einfach schöner, wenn das Nagelhautbändchen weggeschnitten wird. Hier ist eben aber auch nur wichtig, dass du nicht zu tief schneidest, was aber denke ich eh logisch ist, da es bei zu tief erstens wehtut und zweitens dann meistens auch blutet. Ganz final entstaube ich die Nägel dann nochmal mit meinem Ziegenhaarbürstchen. Ich liebe das Ding und dann kann ich mit dem Materialauftrag beginnen. Ich verwende hierfür eine UV-Nagellackbase, wie schon gesagt, welche ich jetzt einfach erstmal zur Haftschicht ganz dünn auf den Nagel auflackiere. Hier musst du natürlich darauf achten, dass du den gesamten Nagel auch mit Produkt versiehst und hier möglichst gleichmäßig lackierst. Nimm hier nicht zu viel Produkt, sondern so, als würdest du Nagellack auflackieren wollen. Schau, dass du bis an die Ränder und Seiten arbeitest, aber eben natürlich ohne die Haut zu berühren, denn sonst läuft dir das Material an die Haut und in den Rand und dann kommt es zu Liftings im Anschluss, das heißt, dein Material wird dir dann nicht halten. Falls du hierbei Schwierigkeiten hast, nimm dir einen Nail Art Pinsel und geh damit dann den Rändern lang, denn das hilft eben, um präziser zu arbeiten. In der Regel mache ich auch ganz gern eine Verstärkung mit Gellack, indem ich einen Aufbau setze, aber wenn du ganz normale Naturnägel mit einer normalen Eigenstabilität hast, kannst du dir auch ganz einfach so eine Verstärkung arbeiten, wie wir es jetzt machen. Das Ganze wird am Ende aber eben super natürlich und eben absolut flexibel und du hast eben nur eine leichte Verstärkung. Wenn du also hart Nägel am Ende haben möchtest, ist das hier nichts für dich, da das Material von Haus aus eben flexibel ist. Mit dieser Variante sind sie aber dafür eben am Ende super dünn und du musst nichts mehr nachfeilen. Funktioniert aber wie gesagt nur dann, wenn du auch normale Nägel hast, welche von Natur aus recht stabil sind. Diese Schicht wird dann einmal ausgehärtet und dann kommt die zweite Schicht drüber, welche ich jetzt aber minimal satter auftrage als die erste. Auch hier ist natürlich wichtig, dass diese Schicht dann ebenfalls gleichmäßig lackiert wird und du überall drüber gehst. Zum Nagelrand hin wende ich dafür etwas mehr Druck an, im mittleren Bereich dann etwas weniger und zur Spitze hin wieder etwas mehr, aber immer noch weniger als zum Nagelrand, denn so bekommst du den Nagelrand schön dünn, die Mitte etwas satter und die Spitze dann auslaufend. Natürlich musst du auch hier dann von allen Seiten einmal auf den Nagel schauen, ob du gleichmäßig warst und falls nicht, kannst du das dann nochmal mit dem Pinsel auskorrigieren. Mit normalem Gel würde das so dünn nicht funktionieren, da das dann abplatzen würde, daher musst du hierfür schon auf jeden Fall eine UV-Nagellackbase oder eben eine Shellack-Base nehmen, da diese eben flexibel ist und für solche Fälle auch gedacht ist. Ich habe jetzt alle Nägel fertig gemacht und du könntest jetzt im Grunde direkt lackieren oder eben versiegeln, je nachdem. Ich selbst möchte mir die Form aber noch umfeilen und daher muss ich die Nägel jetzt einmal cleanern, damit ich die Schwittschicht entfernen kann. Dafür gehe ich mit einer Zilette und Isopropanol einmal über die Nägel, um die Schwittschicht zu entfernen. Dann feile ich mir die Form jetzt einfach nur noch in Rundum. Das kannst du natürlich auch vorher machen. Mir ist das nur immer lieber, die Form im Anschluss zu korrigieren.
Da wir die Oberfläche jetzt abgecleanert haben, ist es auch wichtig, die Oberfläche wieder anzumattieren. Daher nehme ich mir jetzt einen Buffer und raume damit die Nägel einfach nochmal an, damit ich eben Farbe auftragen kann oder wie in meinem Fall gleich einfach nur noch versiegle. Das ist natürlich Ansichtssache. Ich mache es lieber so, als die Form vorher zu formen. Wenn dir der Schritt hier aber zu blöd ist, dann feile die Form lieber vorher, also bevor du Material aufträgst, denn dann kannst du nach dem Aushärten der Base direkt mit Farbe oder Versiegler weitermachen. Wichtig ist eben nur zu wissen, dass sobald gecleanert wurde, die Oberfläche auch wieder mattiert werden muss, damit dein folgendes Produkt dann eben wieder gut halten kann. Ja, und jetzt versiegel ich die Nägel nur noch final. Wie gesagt, du könntest jetzt auch vorher noch Farbe auftragen und dann versiegeln. Das bleibt natürlich dir überlassen. Ich wollte das Ganze jetzt aber wirklich komplett natürlich haben, weil mir einfach danach war. Am Ende poliere ich die Nägel nur noch mit einem Highgloss Cleaner. Ich liebe ihn so sehr, denn dadurch glänzt der Versiegler einfach noch mal mehr und der Glanz hält einfach noch mal länger. Ja, und dann sind die Nägel auch schon fertig. Es ist, wie gesagt, eine wirklich simple Art, die Nägel auf ganz natürliche Weise zu verstärken, sodass man wirklich ein sehr, sehr natürliches Tragegefühl hat. Ist halt, finde ich, eine gute Alternative, wenn man mal nicht viel Zeit hat oder nicht groß Schnickschnack auf den Nägeln haben möchte. Mache ich also auch super gern mal zwischendurch. Ist aber eben abschließend nochmal erwähnt, nur was für normale Nägel, da es bei brüchigen Nägeln zum Beispiel dann eben nicht genügend verstärkt und die Nägel dann trotzdem brechen könnten. In dem Sinne hoffe ich, dass dir das Video geholfen und gefallen hat. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, deine Sue.